Moin Moin Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon die zweite Folge, meine Damen und Herren, von Prisin Architekt hier auf dem Kanal The Nerd and Way of the Life. Ich bin der Dre und ich bin nicht ganz dicht, aber man möge es mir verzeihen, es ist nachts und mittlerweile ist es jetzt, ja, jetzt ist es drei. War es nicht eben schon drei? Ich glaube, mein Countdown geht wirklich nicht ganz richtig. Naja, ich spiele Prison Architect, ihr guckt zu, ich hoffe doch, und habt mindestens genauso viel Spaß dabei wie ich oder ihr ärgert euch zu Tode, was der blöde Vogel dafür einen Scheiß veranstaltet. Ja, das tut mir leid, aber vielleicht habt ihr auch Spaß daran, euch zu ärgern, man weiß es nicht, solche Leute gibt es ja auch. Mir hat es jedenfalls immer Spaß gemacht zuzugucken und vielleicht auch mal ein bisschen zu sehen, wie die anderen sich da so schlagen, beziehungsweise die anderen. Ich habe eigentlich immer nur bei einem zugeguckt, bei Busi, wie gesagt, das war ehrlich gesagt mein Lieblings-Let's Play von ihm. Und das Schöne war ja, er selbst hat es auch nur bei jemand anders noch geguckt. Bei wem weiß ich gerade gar nicht mehr. Irgendeinen großen YouTuber. Und da habe ich mir auch dieses Zellendesign abgeguckt, muss ich ganz ehrlich mal zugeben. Er hat auch so ein bisschen rumexperimentiert mit verschiedenen Sachen. Aber letzten Endes kam er dann nicht. Oder es ist, das hier ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Ich finde das ganz interessant und recht effizient. Und ach, hier bauen sie schon. Okay. Ups. Da rein. Das ist ein bisschen Fummelarbeit. Aber das macht das Spiel aus. Ich finde, der Aufbau ist eigentlich das Schönste an dem Spiel. Zu sehen, wie das alles entsteht. Wenn nachher die ganzen... Hätte ich auch einfach durchziehen können. Ups. Wenn nachher die ganzen Gefangenen da sind und so und das alles läuft und... Ja, man eigentlich nur noch zuguckt. Das macht dann irgendwie nicht mehr so viel Spaß für mich. Aber dieses Aufbauen zu sehen, wie da die Sachen entstehen, die man sich überlegt hat... Das macht den Reiz des Spiels aus. Und ich hoffe auch für euch, denn sonst würdet ihr, glaube ich, nicht zugucken. So, dann ziehen wir hier nochmal eine Mauer rein und da nochmal eine und da nochmal eine und dann ziehen wir hier nochmal einen hoch und da nochmal einen runter. Ich glaube, hier wollte ich... War das hier? Ich glaube, hier wollte ich die Putzkammer reinbauen, die ich ja auch erstmal erforschen muss. Am Anfang muss man ja erstmal immer alles erstmal erforschen, ne? Mann. So, dann ziehen wir hier nochmal schnell das Ding hoch und dann ist das schon abgegrenzt. Dann haben wir hier nochmal schnell die Kantine. Dann ist die auch schon mal soweit fertig von den Mauern her. Und dann kann ich gleich anfangen. Ja, die Inneneinrichtung? Ja, eigentlich schon, ne? Das Interieur zu setzen. Dann als erstes sollte ich aber die Büros fertig machen. Warum ich das nicht schon längst gemacht habe, weiß ich gar nicht. Genau, die Büros. Büros. Räume. Und zwar haben wir... Da ist das doch. Das Büro. Da steht, genau, da steht dann die Anforderung für das Büro, was man dafür haben muss. Denn wenn ich jetzt einfach nur das Büro hier reinziehe, ist hier dieses Ausrufezeichen. Und das bedeutet, also die Größe ist schon mal entscheidend. 4x4 ist bei Büros Standard. Und ich brauche einen Schreibtisch, einen Stuhl und einen Aktenschrank. Dass es innenliegend ist, ist schon mal fertig. Das ist doch schön. So, dann ziehe ich hier auch nochmal schnell die anderen beiden und da nochmal drei Stück rein. Ich habe eigentlich immer so dieses Layout von 6 Büros. Ich weiß gar nicht, ob man das tatsächlich so braucht. So, und anfangen tue ich hier einfach mal mit Personaltüren. Stuff Doors. Wie man so schön im Englischen sagt. Guck mal, jetzt sind hier, genau, jetzt diese Räume haben halt Anforderungen und die sind jetzt hier in dem Menü schön gehighlightet. Das finde ich echt gut. Muss man einfach mal so, ne, finde ich gut. Zack, überall einen Schreibtisch rein, ich drehe mal die Geschwindigkeit ein bisschen runter und dann kann ich, glaube ich, auch mal direkt ein paar Arbeiter wieder loswerden. Die kann man zur Not ja später wieder reinholen, aber im Moment brauche ich, glaube ich, keine 16. Ich glaube, mit 10 komme ich aus. So. Um ein bisschen Geld zu sparen, ne? Hier oben seht ihr, das tägliche Einkommen sind 700 Euro jetzt. Bei Tag 3 bin ich schon, leck mich auch, alles klar, okay, dann wollen wir ein bisschen zusehen hier. Man kann sich eigentlich, weiß ich nicht, eine Woche, man kann sich so lange Zeit lassen, bis man kein Geld mehr hat, bevor man die ersten Gefangenen reinlässt. Deswegen ist das ziemlich egal. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das schon Tag 3 ist. Na gut, es ist Nacht und ich lief die ganze Zeit auf Highspeed, okay. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen den Aktenschrank, habe ich gerade. Ach genau, und einen Tisch, Stuhl. Die müssen ja irgendwo drauf sitzen können. Wobei sie das überhaupt nicht tun, aber das ist was anderes.
Ja, das Spiel, das habe ich in der ersten, doch, ich habe es glaube ich schon mal angesprochen, das ist noch in der Alpha, es ist Early Access auf Steam, kostet, weiß ich nicht wie viel Euro, ich habe mir die teure Version gekauft, für einen Fuffi glaube ich, ist auch schon wieder so lange her, ich glaube einen Monat oder was, ist das schon wieder bei mir her, wo ich meinen Namen mit in dem, oder meinen eigenen Charakter erstellen kann und der dann mit in den Knast eingeliefert wird, das ist doch geil. Da habe ich mir gedacht, weil das Spiel mir tatsächlich auch schon nur durch Zugucken, da sieht man mal wieder, dass Let's Playing tatsächlich Werbung ist für die Spiele. Nur durch Zugucken habe ich so viel Spaß daran gehabt, dass ich mir gedacht habe, ey, wenn du dir das schon kaufst, ich glaube normal kostet es 20 Euro ohne irgendwas, aber wenn du das hier schon kaufst, dann kannst du doch auch direkt mal dein Ebenbild im Grunde erstellen und das dann da mit einknasten lassen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das heute erst, wie gesagt, ich habe es vor einem Monat oder so gekauft, habe das damals dann nicht hinbekommen aus irgendwelchen Gründen, habe mich da heute nochmal mit zusammen hingesetzt und auseinandergesetzt und habe das dann gemacht. Und jetzt weiß ich nicht genau, wann mein Charakter dann eingefügt wird. Ich denke mal, ich glaube, da stand was von wegen, sobald die nächste Alpha irgendwie released wird, nächste Version. Alter Schwede, nur durch die Lampen, die noch nicht mal alle angeklemmt sind, hat er schon hier... Wir sehen hier diesen roten Balken, das ist die Auslastung des Generators. Verzeihung, pardon. Für mein Aufstoßen. Hier, so, und ihr habt eben diese Glocke Leuten hören. Das bedeutet, dass eine meiner Subventionen abgeschlossen wurde. Baue zwei Büros, fertig. Jetzt stelle ich einen Direktor ein, da gehe ich hier auf Personal. Der D-Rex, den setzen wir hier oben hin, kostet... einmalig 1000 Euro und dann kostet er täglich aber auch noch 200 Euro am Tag. Alter Vater, der will aber Kohle haben. So, aber was macht der Kühe jetzt für sein Geld? Nun, der macht jetzt für sein Geld Forschung, haben wir hier oben. Und ihr seht, ich habe hier einen, ja, wie nennt man das? Kann man das Skill Tree nennen? Tech Tree? Im weitesten Sinne ein Tech Tree, ne? Und jetzt habe ich hier die Buchforschung, die erforsche ich jetzt. Die Buchforschung schaltet sich in 6 Stunden frei, natürlich nicht Echtzeit zum Glück, sondern ich weiß gar nicht, wonach das geht. Geht das nach der Zeit im Spiel, dann könnte man einfach vorspulen. Keine Ahnung. Schaltet die Buchhalterin frei, welche die Zugang zu ausführlichen Finanzberichten gibt. Ebenso erlaubt sie dir, mehr Geld pro Tag auszugeben, als du mit deinem Einkommen einnehmen würdest. Das ist auch nicht unwichtig. Also dann haben wir das Micromanagement. Das habe ich mir tatsächlich noch nie genau durchgelesen. Ich habe einfach immer irgendwie, ja, du brauchst das und das. Ja, na gut, dann mache ich das eben. Dann klicke ich das an. So, und wir haben das Micromanagement. Mit diesem Werkzeug kannst du einige Aspekte exakt anpassen, damit es genau deinen Bedürfnissen entspricht. Schalte das Micromanagement für deine Küchen, Kantinen und Wäscherei frei. Kannst du festlegen, deine Küche für welche Zellenblöcke. Ah, genau, okay. Das ist nicht unwichtig. Das nehmen wir auch. So. Was brauchen wir noch? Wartung können wir direkt mal machen. Und Sicherheit machen wir auch nochmal. Die Richtlinien möchte ich auch noch erforschen. Wir haben es doch. Komm, hier die Gesundheit drücken wir auch noch schnell raus. Und ihr seht, das wird nach und nach freigeschaltet. Und jeder der Charakter, könnte man fast sagen, jeder Arbeiter hat nochmal eigene Tech-Lines, die dann davon abgehen. Wenn man die dann eingestellt hat, kann man mit denen dann auch noch was erforschen. Und ihr seht's, eins nach dem anderen. Immer eins nach dem anderen, nicht alles auf einmal hier. 20% dieser Subventionen sind fertiggestellt. Dann kümmern wir uns mal, solange er hier forscht, ich weiß gar nicht, wo, irgendwo war eine Leiste, wo man sehen konnte, wie weit er ungefähr ist mit seinen Forschungen. Gefängniswertung, hier bin ich noch nie drauf gedrückt. Hier ist das Optionsmenü, da ist die Forschung. Steht das da vielleicht? Ja, da steht es tatsächlich, genau. 24% Buchführung. Geht doch relativ fix. 25% mittlerweile. So, damit die Arbeiter hier nicht umsonst rumstehen, bauen wir jetzt eine Übergangszelle. Genau. Übergangszelle setzen wir erstmal. Ach Gott. Das ist sie, ne? Übergangszelle, genau. So, wie gesagt, die können halt keine Umlaute. Büro steht hier auch mit UE. Ich glaube, Küche stand auch mit UE. Ach Gott, ich sehe schon wieder nicht. Da, genau, Küche. Das Ding ist, mittlerweile steht es halt mit UE, was ich okay finde. Früher war das so, dass da ein Unterstrich einfach war. K-Z, sage ich schon, C-H-E. Deswegen mittlerweile kann man
das machen. So, Übergangszelle braucht, muss von Wänden und Türen. Achso, wir haben keine Tür. Natürlich, dann setzen wir hier eine Tür ein, eine Personaltür, damit die Jungs da nicht einfach so rauskommen können. Obwohl eine Personaltür finde ich hier Blödsinn, machen wir eine Gefängnistür. Direkt eine Gefängnistür. Kostet ein bisschen mehr, aber das ist eine Übergangszelle. Das ist jetzt hier kein Hin und Her. Ne. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Bank, glaube ich, ne? Toilette und eine Bank, genau. Man braucht zum Glück nur eine einzige Bank. Und man braucht theoretisch auch nur eine einzige Toilette. So, die Toilette setze ich mal. Komm, wie machen wir das mit der Toilette? Die Toilette machen wir hier in die Ecke. Wir machen einfach mal... Lass uns mal 3 Stück machen. Und damit die Jungs hier nicht irgendwie mitten im Raum sitzen, während sie ihre Geschäfte setzen wir dann, machen wir das. Ich meine, die Kohle habe ich. Dann kann ich sie auch raushauen hier für irgendwelchen Quatsch. Und das Schöne an der Übergangszelle ist, man kann da auch Betten reinsetzen. Da machen wir mal nicht so viele am Anfang. Die sollen ja eigentlich in die Zellen. So. Und dann kann man sie nämlich, wenn man noch keine Zellen hat, einfach hier in der Übergangszelle bunkern. Alle auf einmal, mehrere auf einmal. Und das bedeutet, selbst wenn die Zellen nachher alle voll sind, kann man immer noch Leute ranholen, die dann in der Übergangszelle bleiben und da auch pennen können und dann nicht aggressiv werden, aber da kommen wir später zu. So, jetzt seht ihr, die Toiletten haben keinen Wasseranschluss. Das bringt uns zur weiteren Versorgung, nämlich nicht Strom, sondern Wasser, und es bricht einfach mal die Framerate bricht ein, aber die bricht eigentlich immer ein bei mir, wenn ich in die Versorgung gehe. Das schade ist und nervig ist, aber na gut. So, jetzt ziehe ich erstmal ein paar große Rohre durch. Bis, sagen wir mal, bis hierhin. Zack. Bei den großen Rohren muss man aufpassen, dass man sie möglichst nicht durch Zellenblöcke zieht, weil die Gefangenen können sich tatsächlich rausbuddeln aus ihren Zellen. Und wenn dann da ein großes Rohr ist, gibt das einen sehr großen Vorteil für die Gefangenen. Achso, Forschen steht da. Okay, ich dachte schon, er wäre jetzt schon müde, ey. Das wäre aber... Das können wir aber gleich mal machen. Genau, das ist, man muss aufpassen, dass man die nicht durch die Zellen zieht, sondern zieht man dann kleine Rohre. Das Problem oder der Nachteil an kleinen Rohren ist, dass sie nach einer gewissen Strecke den Druck verlieren. Sagt man das so? Ja, ne? Sagt man so. Der Druck geht halt verloren und dann kommt kein Wasser mehr an. Deswegen muss man immer erstmal große Rohre... als Hauptleitung sozusagen legen und dann in die einzelnen kleinen Zellen die Kleinrohre. Da werden wir hier tatsächlich schon, denke ich mal, Probleme bekommen. Da muss ich dann nachher mal gucken. Dann ziehe ich hier vielleicht nochmal ein großes Rohr und da nochmal eins hoch irgendwie. Aber da muss ich auch wieder in die Zellen. Ja, mal gucken. Da kümmere ich mich später drum. Nachher muss ich erstmal hier die Zellen einrichten. So, die Rohre werden verlegt, die Übergangszelle ist fast fertig, obwohl sie ist fertig, sobald die Rohre da liegen und die Verbindung hergestellt ist. Und was braucht man an, wenn man Übergangszelle hat, braucht man auch eine Einlieferung. Das sind alles Sachen, die ich tatsächlich vorher noch gar nicht kannte, bevor ich mir das Spiel selbst geholt hatte. So, die Einlieferung braucht einen Schreibtisch, einen Tisch und einen Stuhl. Einrichtung. Tisch ist auch relativ groß. Setzen wir hier hin. Schreibtisch setzen wir hier hin und Stuhl direkt da unter und schon ist die Einlieferung fertig. Da werden die Gefangenen das erste Mal reingebracht, ja, ausgezogen könnte man fast sagen, obwohl, ja, doch könnte man tatsächlich so sagen, und durchsucht. Ich setze mal noch einen zweiten Tisch daneben, keine Ahnung, ob man den braucht, ich glaube nicht. Und dann haben wir die Einlieferung fast fertig, wenn sie jetzt hier mit den Rohren fertig sind. Jetzt habe ich natürlich zu wenig Arbeiter, aber das ist immer so, die Arbeiter, die wechselt man ein und aus, das ist ganz normal. So, im Büro habe ich hier noch keinen Strom, da muss ich dann gleich nochmal Strom ziehen. Aber das mache ich, wenn ich die Zellen hier gleich fertig bestücke, mache ich das noch in dieser Folge. Ich glaube, das kriege ich noch hin, 5 Minuten haben wir noch. Ich teile jetzt erstmal die Zellen ein. Das mache ich jetzt, oder? Ja doch, mache ich. Ich hatte mir mal die blöde Angewohnheit gemacht, ich hätte das jetzt eigentlich einfach so gemacht. Das Problem ist dann irgendwie bei mir manchmal, dass wenn, ich glaube, dass wenn, wenn das zu viel auf einmal ist, dass er die Zellen nicht unterteilt. So kann man es machen. So. Oh, automatisches Speichern. Aber über die komplette Fläche sollte man das, glaube ich, nicht ziehen. Also,
Wie gesagt, es ist eine Alpha, es ist noch leicht verbuggt. Was ich aber nicht besonders schlimm finde. Also es sind keine spielzerstörenden Bugs. So, jetzt blinken überall diese Ausrufezeichen. Was braucht man für eine Zelle? Man braucht, es muss innenliegend sein, man braucht eine Tür und man braucht ein Bett und eine Toilette. Ja, das ist ja ganz schön viel auf einmal. Ich entscheide mich jetzt einfach mal so, dass ich das hier so haben will. Und ich weiß nicht, wenn ihr Prison Architect spielt, habt ihr auch diesen Spleen, dass irgendwie alles immer symmetrisch aussehen muss, dass alles, dass die Zellen immer auch gleich eingerichtet sind. Die Betten immer in der gleichen Position, gleich gedreht, weil man kann sie auch noch drehen hier so mit der mittleren Maustaste. Mit dem Mausrad bei mir. Und ich muss das immer symmetrisch haben. Das ist ganz, ganz schlimm. Die müssen alle gleich aussehen. So langweilig das auch ist, aber es macht mich wahnsinnig, wenn sie irgendwie unterschiedlich aussehen. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich glaube, damit bin ich nicht so alleine. So, die Toiletten machen wir hier direkt. Machen wir die dahin oder drehen wir sie so? Warte mal, wie muss ich denn? Ich muss jetzt. Genau, die Toilette setze ich hier hin. Und genau, da steht ja noch, dass da eine Tür sein muss. Jetzt, von mir einen kleinen Tipp für die Leute, die vielleicht das Spiel noch nicht kennen und sich jetzt denken, ey, das sieht interessant aus. Wobei ich das jetzt beim zweiten Teil noch nicht, jedenfalls einen kleinen Tipp. Wenn ihr die Zellen baut, richtet sie immer erstmal komplett ein und baut dann die Türen ein. Ich meine, solange der Knast geschlossen ist, der ist jetzt ja geschlossen, wir kriegen noch keine Leute geliefert, bleiben die Türen noch offen. Aber wenn ihr nachher im laufenden Betrieb irgendwie eure Zellenblöcke erweitert, dann werden die Türen direkt geschlossen und die können nur von Wärtern geöffnet werden. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unfassbar nervig das ist, dass die Arbeiter immer davor stehen und warten, dass endlich mal ein Wärter vorbeikommt und denen die Tür aufmacht, damit sie reinkommen können, das Teil installieren und dann stehen sie da drinnen und wollen wieder raus und müssen dann wieder warten, dass ein Wärter kommt, der die Tür aufschließt, damit sie rauskommen können. Boah, deswegen richtet sie immer erstmal komplett ein und setzt dann die Türen. Sonst werdet ihr wahnsinnig. So. So. Wo ziehe ich jetzt nochmal ein Kabel runter? Ich ziehe jetzt einfach mal hier. Hier auch auf gleiche Höhe ungefähr. So, ist das schön. Dann ziehe ich hier nochmal ein Kabel runter auf ungefähr gleiche Höhe. Oder exakt gleiche Höhe. Ist ja egal. So, und wenn ich auf meine Uhr gucke, war es das gleich schon wieder. Ich drehe mal die Framerate wieder ein bisschen hoch, indem ich das einfach ausschalte. Ich hoffe, das ruckelt nicht zu sehr. Und vor allem hoffe ich, dass es... Naja, das Rendern, das rettet manchmal noch so ein bisschen die Framerate. Ist er fertig? Er ist tatsächlich fertig mit der Haushälterin, sage ich schon fast. Mit der Buchhalterin. Jetzt können wir hier eine Buchhalterin einstellen. Die setzen wir mal da oben hin. Zack, und wieder eine... Ja, die erste Subvention ist fertig. 5000 Euro bekommen. Wir können... Oh ja, genau, Seite. Ach, das habe ich noch gar nicht erklärt. Komm, das kriege ich jetzt noch schnell hin. Wir haben noch knapp 2 Minuten, zur Not überziehe ich. Also, jetzt wo der Warden, der Direktor eingestellt ist, haben wir hier die Tagesplanung, die können wir einstellen. Im Moment ist noch nicht so viel, da kümmern wir uns auch später erst drum. Personal, Gefangene, Einlieferung, Aufgaben, Bedürfnisse. Wir können ja überhaupt mal dieses Klemmbrett hier durchgehen. Folgendes Personal wird benötigt, um diese Seite zu nutzen. Psychologe. Die Bedürfnisse sind relativ wichtig. Wenn man die nicht im Überblick hat, kann das ganz schnell mal passieren, dass die Leute Riot gehen und hier dermaßen den Aufstand fabrizieren, dass sie dir alles kurz und klein kloppen. Und das wollen wir nicht. Deswegen Psychologe im Kopf behalten. Regelwerk. Regelwerk weiß ich gerade gar nicht genau. Müssen wir nachher mal gucken. Subvention haben wir jetzt. Können wir eine neue... an den Start bringen, und zwar machen wir mal, weil das ist ja gleich, ja doch, das ist gleich fertig, deswegen machen wir eine kurzfristige Investition. Das bedeutet einfach nur, man gibt 5000 aus und nach einer bestimmten Zeit, und zwar eine Zeit von, weiß ich nicht genau, ich glaube ein paar Tage sind das, bekommt man 16.000 Euro wieder raus. Das machen wir einfach mal. Hier unten läuft jetzt die Zeit ab, 3 Tage, okay, 3 Tage, und dann hat man die Kohle wieder raus. Oder fast das Dreifache, sogar ein bisschen mehr. Programme. Ja, da kümmern wir uns auch später drum. Da geht es halt dann darum, dass man die Leute dazu ausbildet. Das ist halt das, was ich gesagt habe. Man muss die Leute ausbilden, damit sie arbeiten können. Man kann das Wachpersonal ausbilden, dass sie mit Tasern bewaffnet sind.
und so weiter und so fort. Finanzen, die haben wir jetzt durch die Buchhalterin bekommen. Da haben wir jetzt einen genaueren Überblick. Und das war das Signal, dass die Zeit um ist. Alles klar, da muss ich mal ganz kurz die Stoppuhr wieder anhalten. So. So, und dann, ja genau, das ist der Überblick über die Finanzen. Da kann man dann auch irgendwann, wo kann man denn, man kann noch irgendwo noch einen Kredit aufnehmen, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Ist ja auch egal, kommen wir später dann zu. Und die, genau, der Gefängniswert, Startkapital 50.000 hatte ich am Anfang gehabt. Okay, das ist viel, ich hatte gedacht 30. Aber da seht ihr, ich könnte diesen Knast jetzt, obwohl noch überhaupt nichts los ist, könnte ich jetzt schon für 350.000 wieder verkaufen. Das ist nicht wenig, möchte ich mal sagen. Aber das machen wir natürlich nicht, das ist Blödsinn. Wir reißen das Ding jetzt hier hoch. Wir bauen das größte Gefängnis, das diese Welt jemals gesehen hat. Die Zellen werden immer noch weitergebaut. Die Toiletten blinken fröhlich vor sich hin, dass sie Wasser brauchen. Da kümmere ich mich dann in der nächsten Folge drum. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich bin der Dre und ich bin hier raus. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch, wenn ihr uns ein Abo dalasst, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Außerdem findet ihr uns auf Google+, Facebook und Twitter, wo ihr noch mehr Infos bekommt und immer auf dem neuesten Stand bleibt.